CMKPL, meine Stat Pattern Redline Sniper, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi Arbeit und wir beschäftigen uns heute mit den neuen Russenpanzern. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns in nächster Zeit viel mit dem neuen Update 9.20 beschäftigen. Es wurde gerade der Testserver runtergeladen vom kommenden Patch, deshalb kann ich jetzt sogar dieses Video vom Testserver 9.20 aus aufnehmen und wir beschäftigen uns heute mit den ersten Russenpanzern. Die Russen haben ja so ein kleines spezielles Ständchen hier im Spiel, deswegen werden die auch von mir als erstes hier behandelt. Ich möchte ja gerne den RNG-God auf meiner Seite behalten. Wir beschäftigen uns heute in diesem Video also mit dem T-44, Stufe 8, Medium der Russen, dann in diesem Zuge auch mit dem T-44-100, der ja im Prinzip nichts anderes ist als ein T-44 mit anderer Kanone und Seitenschürzen. Dann in diesem Zuge auch die Nachfolger dieses Panzerchens, nämlich dem T-54. Neben dem T-54 kommen wir natürlich dann auch an den 10ern nicht vorbei und da betrifft das Objekt 140, was angepasst wird. Im direkten Vergleich nehmen wir das uns dann vor mit dem T-62A. Wir sind aber mit den Mediums noch lange nicht fertig, denn auch die Heavies werden gebufft, beziehungsweise ein Heavy wird gebufft. Die IS-7 kommt unter das Messer und wird mit neuen Werten versorgt. Und neben der IS-7 haben wir noch einen 10er, der gerne angepasst werden möchte. Und das ist das Objekt 268, 10er Jagdpanzer neben dem Objekt 263. Und ein Panzer, der jetzt noch nicht in meiner Garage steht, ist der T-54 Mod 1. So sieht das gute Teil hier aus. Auch nicht viel anders als der T-44. Und der wird auch leicht angepasst. Und wir schauen uns jetzt in diesem Video an, wie das im Einzelnen vonstatten geht. Wir fangen also an mit den T-44 und schauen mal, was da so vorwärts geht. Werden. Der T-44 ist ja nun eine der meisten Möglichkeiten, sich bis zum T-54 und den T-62A und Objekt 140 hochzuarbeiten. Oder man hat das halt einfach gemacht über die Scout-Reihe, was früher LTDB T-54 Lite war. Mittlerweile macht man das über den LTDB, der dann in T-54 münden kann. Und ich habe das früher so gemacht, ich bin über die Lite-Reihe gegangen, aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe den T-44 noch nie ernst genommen als Medium. Ich fand den bisher immer richtig schlecht. Ob das die 122mm von dem war oder die 100mm oder an sich seine Panzerung. Dieser Panzer war für mich noch nie respekteinflößend oder in irgendeiner Form gut. Deshalb war für mich damals die Entscheidung klar, dass ich über den LTDB, den T-54 Lite, den T-54 erfahre und dann auf das Objekt 140 gehe. So, mittlerweile könnte das sogar eine Entscheidung werden, die so ein bisschen spielerisch abhängig ist, ob ihr jetzt lieber Mediums oder Lights fahrt, denn der T-44 wird in der Hinsicht gebufft, dass seine Panzerung viel besser wird und auch die Kanonen werden angepasst und wir schauen uns das mal in Ruhe an, was das jetzt im Einzelnen heißt. Gehen wir also erstmal auf den Punkt Panzerung ein. Momentan hat der T-44 eine effektive Frontpanzerung des Turmes von 120 bis ca. 140 mm. Das soll sich ändern. Im Prinzip wird er 200 mm effektive Panzerung an der Front haben am Turm und 300 mm effektive Panzerung an den Seiten des Turmes und das macht ihn zu einem richtigen Haltdown-Monster, wovon man momentan natürlich nicht mal ansatzweise sprechen kann. Auch bei den Geschützen des T-44 hat sich jetzt einiges getan. Laut Wargaming hat man jetzt offiziell die Wahl zwischen einer 100mm LB1, die überarbeitet wurde, und der 122mm D2544, die wurde auch überarbeitet. Die LB1 hat jetzt sozusagen den Vorteil, dass sie genauer ist, bessere Aiming Time hat und besseren Durchschlag hat, dafür nicht so hohe Feuerrate und nicht so hohen Alpha. Die 122mm ist im Prinzip die Kanone, die für den Nahkampf gedacht ist. 175mm Penetration, 390 Alpha, 3,2 Sekunden Aiming Time und 0,42 Genauigkeit auf 100 Metern.
Wenn ihr meine Meinung wissen wollt, ist für mich die 100mm LB1 hier eindeutig besser auf den T44. Ich fahre meine Russen-Mediums auch eher so auf mittlere Distanz und in gewissen Situationen sogar auf große Distanz, sodass man nicht mit einer 122mm auf Stufe 8 rumfahren kann. In Anbetracht dessen, dass momentan das Matchmaking eh Müll ist und ihr größtenteils in 9er und 10er Matchmaking seid, da könnt ihr vergessen, dass ihr mit 175mm überhaupt irgendwo durchkommen könntet. Mal abgesehen davon, dass ihr mit 0,42 Genauigkeit und 3,2 Sekunden Aiming Time in die Nähe der Gegner fahren müsst und wenn ihr von denen Schüsse kassiert, dann lebt ihr nicht lange. Also meiner Meinung nach gibt es hier nur die 100mm LB1, die man hier auf den T44 in Zukunft verwenden kann. 190mm Penetration ist jetzt kein Spitzenwert auf Stufe 8, aber es ist in Ordnung. 247mm mit Gold ist natürlich auch nochmal ein Argument, warum man die 122mm vielleicht nicht unbedingt fahren sollte. Denn dort habt ihr 217mm Gold Durchschlag und das ist auch relativ wenig, wenn man schon 9er Type 4s zum Beispiel durchschlagen will oder dann geschweige denn 10er Heavies. Da ist das mit 247 Pen schon deutlich angenehmer, mal abgesehen davon, dass das Gunhandling hier generell besser ist. Sodass meiner Meinung nach die 100mm LB1 eure Wahl in Zukunft sein wird. Ich denke, das war sie bisher auch schon, denn die 122mm ist meiner Meinung nach auch jetzt völlig unbrauchbar. Aber das Random überzeugt mich immer noch davon, dass es Leute gibt, die die 122mm auf ihren T44 fahren. Und dementsprechend wird es auch dafür wieder Abnehmer geben, die sich denken, Alpha ist alles. Und ja, gut, das sozusagen war's zum T44. Der T44-100 wird im Prinzip genauso überarbeitet wie der T44. Er bekommt den gleichen Turm mit 190mm Frontpanzerung. Hat die gleichen Werte, die ihr gerade schon im Screenshot gesehen habt. Also 200mm effektiv Frontpanzerung, 300 irgendwas Seitenpanzerung hier an dieser Stelle. Und auch der T54 Mod 1 hat den gleichen Turm. Der hat die gleichen Werte. Nun, er hat sogar 200mm Frontpanzerung nominell. Aber im Artikel von Wargaming steht drin, dass die wohl fast identisch sein sollten, diese Türme. Von daher könnt ihr ausgehen, dass hier auch ungefähr 300mm effektive Seitenpanzerung anliegen werden, sodass der T54 Mod 1 und der T44-100 schon mal in der Hinsicht bessere Premiums werden, weil sie halt down arbeiten können und der T44 in der Hinsicht ein angenehmer Weggefährte auf dem Weg zum den 10er Mediums sein wird, weil man den dann auch viel besser halt down spielen kann als diesen Papierpanzer, den wir momentan haben. Und das war's zu den 8er Mediums. Wir switchen jetzt über zum T54. Wie auch die anderen drei Russen-Mediums, die wir gerade behandelt haben, wird auch der T-54 am Frontturm bearbeitet und seine beiden Kanonen, die er zur Auswahl hat, werden auch angepasst, sodass ihr euch wieder beim T-54 entscheiden müsst, was ist euch bei eurer Kanone lieber. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was die Frontturmpanzerung betrifft. Ihr seht das jetzt am Screenshot, 240mm bis 300mm Frontturmpanzerung effektiv, reden wir hier. Effektiv und das ist schon richtig, richtig gut. Das sollte dieses Biest wieder auf ein Hull-Down-Level heben, was an frühere Zeiten erinnert. Der war ja früher mal so richtig stark am Turm. Mittlerweile sind so viele Panzer auf Stufe 9 und Stufe 10 nachgerückt, die so hohe Penetrationswerte haben, dass sich das alles so ein bisschen relativiert hat. Das soll jetzt nicht heißen, dass der T-54 schlecht ist, Hull-Down, aber es war früher mal geiler, sage ich jetzt einfach mal so. Und das möchte man gerne wieder aufleben lassen und deshalb die höhere Frontturmpanzerung. Und auch die Kanonen werden in der Hinsicht angepasst, dass die beiden 100mm Kanonen des T-54 so mehr den Spielstil des nachfolgenden Panzers dann repräsentieren. Also man schaltet dann dementsprechend den Panzer frei, über dessen Kanone man dann spielt. Die 100mm T-54, die mündet in den T-62A, das heißt, die verkörpert auch mehr so Eigenschaften, die dem T-62A zugeordnet werden. Da wird ja eigentlich aufgrund seiner genauen Kanone mehr so auf mittlere bis große Distanz gespielt. Das Update 140 hat eine leicht ungenauere Kanone, deshalb gibt die 100mm D10 T2S auch mehr die Eigenschaften eines mittleren bis nahen Kämpfers wieder. Und das sieht man dann auch, wenn man sich die einzelnen Kanonen hier so betrachtet. Links
T-62A-Kanone, rechts Objekt-140-Kanone, zumindest was die Mündung angeht. Na, das sind ja nicht die Kanonen des 10er Panzers, sondern nur in denen sie dann am Ende münden. Wir schauen uns mal die Kanone vom T-62A an. Wir haben 219 Pen gegenüber 201 Pen. Das heißt, wir haben schon mal 18 mm mehr Penetration als momentan die Top-Kanone auf dem T-54 hat. Das kann man dann sozusagen über diese T-62A-Kanone erreichen. 320 Alpha sollte eben klar sein, dass das identisch ist, wenn wir 200 mm Kanonen haben auf einem denselben Panzer. So, 0,33 Genauigkeit T-62A-Kanone, 0,39 Genauigkeit der Kanone von Objekt 140. Aiming Time, 2 Sekunden gegenüber 2,5 Sekunden. Was opfert man für die ganzen Vorteile, die sozusagen der T-62A-Kanone dann mit sich bringt? Man opfert im Prinzip DPM. Man wird am Ende 400 dpm opfern, um 18 mm Penetration mehr zu haben, um 0,06 Meter auf 100 Meter mehr Genauigkeit zu haben, um eine halbe Sekunde weniger Aiming Time zu haben. Und das sind für mich drei entscheidende Vorteile, die es locker 400 dpm aufwiegen würden. Selbst 600, 700 dpm würde ich mit dieser Kanone in Kauf nehmen, um die 100 mm des T-62A zu fahren, weil einfach das Gun-Handling hier viel geiler ist. 219 Pen, das heißt 18 mm mehr Pen, weniger Gold schießen. 0,33 Genauigkeit reicht, um auf mittlere Distanzen, große Distanzen immer noch auf Weak Spot aimen zu können. 2 Sekunden Aiming Time heißt Snapshots. Und das sind für mich die ganzen Vorteile, die es für mich locker aufwiegen, 400 dpm damit aufzugeben. Aber ihr müsst das selber entscheiden. Die Kanone des Objekt 140 hat natürlich auch so seine Vorteile, wenn man natürlich den T-54 ein bisschen anders spielt. Wenn man gerne mit dem T-54 brawlt, also gerne in den Nahkampf geht oder ein bisschen halt down auf kurze Distanzen mit den anderen Gegnern kämpft, dann kann man das gerne auch machen mit der Objekt 140 Kanone. Aber für Snipern auf Wadi zum Beispiel ist die jetzt nicht so gut geeignet. Und was mir noch im Vergleich aufgefallen ist, dass die Kanone vom Objekt 140 ein Grad mehr Gun Depression hat. Das heißt, ihr würdet nicht nur 400 dpm opfern mit eurer T-62 Kanone, die D-54 ist, sondern ihr würdet auch ein Grad Gun Depression opfern. Gut, kann man jetzt drüber diskutieren, ob das jetzt entscheidend ist. Für mich ist das nicht entscheidend, weil man weiß, dass die Objekt-Mediums nicht so viel Gun Depression haben. Und der letzte Medium, der hier angepasst wird, ist das Objekt 140. Das Objekt 140 bekommt keine neue Kanone, sondern wird nur am Turm bearbeitet, bekommt aber nominell keine größere Turmpanzerung, sondern das einzige, was am Objekt 140 bearbeitet wird, ist der Turmdeckel. Der Weak Spot eines Objekt 140 neben den beiden Turmlugen ist hier oben. Ich denke, die meisten können mit dem Begriff Overmatchen etwas anfangen. Da ist die nominelle Panzerung so gering, dass das Kaliber der Kanone dreimal so groß ist wie die nominelle Panzerung, dass man da easy peasy durchballern kann. Beim Objekt 140 ist sozusagen der Deckel vom Turm so schlecht gepanzert, dass ihr den einfach overmatchen könnt. Und das könnt ihr neben den Turmlugen einfach so machen. Einfach hier oben auf den Turm schießen und ihr könnt dieses Objekt 140 easy peasy penetrieren. Und das ist einer der wesentlichen Nachteile gegenüber dem T-62A, bei dem man das nicht machen kann. Und das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Man wird dem Objekt 140 Turm genau die gleichen Eigenschaften wie den T-62A Turm zugrunde legen, sodass es nicht mehr möglich sein wird, das Objekt 140 hier oben am Turm zu overmatchen. Man möchte damit die High-Down-Stellung des Objekt 140 auch in der Hinsicht verstärken, wie man es beim T-44 und beim T-54 gemacht hat. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Panzern, dem Objekt 140 und dem T-62A, wird sein das Gun-Handling, was bestimmt, auf welchen Distanzen ihr euren Gegnern begegnet. Aber an sich wird der Turm sich nicht mehr groß unterscheiden, außer dass er ein bisschen unförmiger ist beim T-62A, wie ich finde. Aber man wird das Objekt 140 nicht mehr overmatchen können. Und das waren die Änderungen, die die ganzen Mediums betreffen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was mit der IS-7 und mit dem Objekt 268 passiert. Beim IS-7 hat man im Prinzip drei Dinge geändert. Was man in der Garage direkt sehen kann, ist die Zielerfassung von 2,9 Sekunden.
Was man hier in der Garage leider nicht sehen kann, ist die Verringerung der Streuung während der Fahrt und während der Turmdrehung. Die hat man nämlich auch runtergesetzt. Und was man auch in der Garage sehen kann, ist, dass der IS-7 jetzt mittlerweile Hitpoints von 2400 hat. Und wenn ich mich richtig entsinne, dürfte das derselbe Wert sein, wie auch der IS-4 hat. Und damit soll der IS-7 sozusagen seinen alten Schwung bekommen, denn auch ich habe den IS-7 schon lange nicht mehr angefasst. Und das liegt einfach daran, dass es meiner Meinung nach viel stärkere 10er Heavies momentan gibt als den IS-7. Was ich sehr schade finde, weil damals, als ich mir den IS-7 gekauft habe, war er sozusagen das fast Nonplusultra auf seinem Level, wenn es um Hull-Down-Fähigkeiten ging oder panzerungstechnisch. Mittlerweile ist der IS-7, wenn man ihn nicht komplett Hull-Down hinstellen kann, eigentlich fast wie Pappe. Dann kann man mit Gold hier oben durchschießen, diese riesige untere Wanne ist auch groß genug, dass selbst großkalibrige Waffen einfach easy peasy da drauf zielen können, auch auf große Entfernungen. Und das hat halt den IS-7 zu einem Panzer gemacht, den man heutzutage eigentlich kaum noch fahren kann, im Vergleich zumindest zu anderen Panzern, wie zum Beispiel den 113er oder mittlerweile den WZ-111-5 Alpha. Na, das sind so alles so Heavies, die sind mobiler als der IS-7. Die haben, wenn sie halt anstehen, ungefähr gleiche Panzerungswerte. Außer, dass man hier bei dem IS-7 wirklich turmtechnisch wirklich richtig hohen Penetrationswert braucht, um da durchballern zu können. Und ich denke, diesen Buff braucht der IS-7 dringend, damit man den mal wieder entstauben kann und mal wieder aufs Schlachtfeld entführen kann. Wenn man verstehen will, warum das Objekt 268 und die beiden Vorgängerpanzer Objekt 704 und die ISO 152 überarbeitet werden, sollte man sich mal vor Augen halten, welchen Forschungsbaum und welche Kanonen wir momentan im Spiel haben. Also aktueller Stand, Patch 9.19.1 ist eine ISO mit 286mm Pen 750 Alpha. Das gleiche hat das Objekt 704 mit besserer DBM. Und dann kommt das 268 mit lediglich 20mm mehr Pen und ansonsten keine Vorteile. Und das im Prinzip führt dazu, dass wahrscheinlich ziemlich viele Leute bei der ISO aufhören mit der Reihe. Und wenn man bei der ISO nicht aufhört, dann spätestens beim Objekt 704 aufhören wird. Denn wer tut sich dann Stufe 10 Gefechte an, wenn man keine spürbaren Vorteile mehr hat? Also nach dem Objekt 704 kommt im Prinzip kein großer Sprung mehr auf das 268. Im Gegenteil, man hat das Gefühl, man macht fast einen Rückschritt auf das Objekt 268 und dementsprechend hören wahrscheinlich die allermeisten beim Objekt 704 auf. Auch ich habe mein Objekt 268 aus verschiedenen Gründen mittlerweile verkauft. Und ich denke, wir schauen uns jetzt mal an, was mit den Panzern am Ende passiert. Deswegen fangen wir mal an mit der ISU. Was passiert eigentlich mit der ISU? Die ISU bekommt jetzt eine andere Kanone auf Stufe 8. Wir haben jetzt nicht mehr 286 Pen, sondern 260 Pen lediglich, was auf Stufe 8 immer noch mehr als genug ist. Und wir haben leicht mobilere ISO zur Verfügung als vorher. Man hat also die Mobilität ein bisschen angepasst, um die ISO im Gegenzug dessen, dass sie weniger Pen hat, etwas mobiler macht und dementsprechend ihr mehr Möglichkeiten gibt, ihren Schaden anzubringen. Dann kommt das Objekt 704, was im Prinzip dann als Topkanone die alte BL-10 von der ISO hat, die sie momentan als Topkanone hat, also mit 286 Pen und 750 Alpha, sodass man von der ISO auf das Objekt 704 einen Sprung hat, einen merklichen Sprung, erstens von Pen, zweitens von DBM, und dann hat man ein Objekt 268, sozusagen auch nochmal mobiler und ein bisschen was gebufft, was wir uns gleich anschauen. Aber bevor wir uns das Objekt 268 anschauen, möchte ich euch noch zeigen, dass das Objekt 704 eine Kanone hat, die für mich überhaupt keinen Sinn macht. Die ML20, die hat 135 Pen, hat 700 Alpha mit AP, ne? 135 Pen mit AP, 86 mit HE. Ne? Und wie sieht das Ganze dann aus, wenn das auf dem Objekt 704 drauf ist? So. Geil, oder? Sieht nicht nur lächerlich aus, ist auch lächerlich und ich habe keine Ahnung, wo diese Kanone herkommt und warum sie da ist. Sie gibt es nur auf das Objekt 704. Es macht null Sinn, die zu fahren, aber hey, sie ist da. Und ich habe mich gerade gewundert, weil ich das 704 gekauft habe und dann stand das so in der Garage. Hat für mich wenig Sinn gemacht. Aber hey, das Ding ist so da. Nur damit ihr es mal gesehen habt, fand ich witzig.
So, jetzt zum Objekt 268. Was macht man also am 268 so besser, dass man es wieder spielenswert macht? Man hebt die Geschwindigkeit der Granaten an. Momentan fliegen die Granaten vom Objekt 268 ganze 760 Meter pro Sekunde. Im Vergleich dessen könnt ihr euch ja mal die Grille 15 zum Beispiel schnappen. Die Grille 15 hat Granaten, die fliegen doppelt so schnell. Und das macht das Objekt 268 zu einem Panzer, der äußerst unangenehm zu spielen ist. Ihr habt einen Richtwinkel von, keine Ahnung, 10 Grad vielleicht in jede Richtung. Oder 15 Grad, viel mehr werden es wahrscheinlich nicht sein. Und dann müsst ihr auf Panzer schießen, die sich vor euch bewegen. Und wenn ihr auf Panzer auf 400 Metern Entfernung in Bewegung schießen wollt, dann dreht ihr die Wanne, dann müsst ihr einaimen und dann müsst ihr eine halbe Sekunde vorher schon mal abdrücken, damit die Granate auf ihren Weg auch die Strecke zurücklegen kann. Im Gegenzug dessen habt ihr eine Grille mit größeren Richtwinkel und mit doppelt so schnellen Granaten und drückt einfach ab, so wie ihr zielt, und meistens treffen die Granaten dann auch. Und das möchte man ändern. Man hebt sozusagen die Granatengeschwindigkeit von 760 auf unglaubliche 950 Meter pro Sekunde, also fast 200 Meter pro Sekunde an. Und ihr habt dann mit dem 268 den gleichen Richtwinkel wie auch das Objekt 704. Jetzt mache ich mal die blöde Kanone hier weg, kann ja wohl nicht wahr sein. So, das sieht doch schon ganz anders aus. Ja, also ihr habt dann beim 268 den gleichen Richtwinkel wie auch beim 704. Ich weiß nicht, wie viel Grad das mehr sein werden, aber auf alle Fälle wird es nicht unangenehmer sein zu spielen, das 268. Und das soll sozusagen diesem Panzer dazu helfen, dass es mal wieder ausgepackt wird. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist immer noch nicht genug gebufft. Also ich finde das Objekt 268 momentan in so vielen Hinsichten schlechter als das 263, dass ich sagen muss, dass die schnelleren Granaten zumindest einen Teil der Probleme lösen und der größere Richtwinkel wahrscheinlich euch auch besser liegen werden. Aber ich finde immer noch, dass das zu wenig ist. Aber das könnt ihr ja vielleicht anders sehen. Ihr könnt mir ja mal an dieser Stelle eure Meinung geben zu den angesprochenen Änderungen, zu den ganzen Medium-Änderungen vom T-44 bis zum T-54 auf das Objekt 140, dann der IS-7, der angepasst wird, jetzt das Objekt 268. Was haltet ihr von den Änderungen? Wer hat es nötig gehabt? Meiner Meinung nach auf alle Fälle der T-44, der IS-7. Und auch das Objekt 268. Die Premium-Panzer sozusagen haben es eigentlich auch nötig gehabt. Aber man muss ehrlich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass Premium-Panzer einfach so gebufft werden. Ne? Und ja, an dieser Stelle sind wir endlich durch mit den Russenänderungen. Ich hoffe, das Video hat euch viele, viele Informationen gegeben. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen übersichtlich euch rüberbringen. Wenn dem so ist, würde ich mich über ein Like an dieser Stelle freuen. Daumen nach oben, Button darf gerne vergewaltigt werden. Wer Probleme mit diesem Video hat, auf welcher Grundlage auch immer, darf mir gerne auch den Daumen nach unten geben. Sollte vielleicht fairerweise noch kommentieren, was er so scheiße findet an diesem Video. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen bis an dieser Stelle. Und wir hören uns, denke ich, bald wieder, wenn wir uns die nächste Nation vornehmen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Bleibt geil. Wir hören uns bald. Haut rein.